Sie sind beide leidenschaftliche Musiker und wissen auch, wie es ist, vor der Kamera zu stehen. Lina Larissa Strahl und Tilman Pörtzgen verbindet einiges, aber vor allem ist es wohl ihre Liebe. Mit süßen Schnappschüssen wie diesen halten die beiden ihre Fans stets auf dem Laufenden und zeigen, dass sie einfach zusammengehören. Da liegt natürlich die Frage nahe, ob sich das Traumpaar eigentlich auch gemeinsame Kinder wünscht. Eine ehrliche Antwort auf diese private Frage lieferte Lina im Interview mit It's in TV. Ja. Auf jeden Fall. Also eigentlich schon. In Anbetracht der ganzen Umstände gerade und aller Probleme dieser Welt ist es natürlich immer so eine Sache, aber ob man sich fragt, will ich das? Aber ich glaube, dass wir, es klingt jetzt sehr negativ, aber ich glaube, jede Zeit wird immer irgendwie vielleicht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Probleme haben, wo du dir halt denkst, macht es wirklich Sinn, hier ein Kind in die Welt zu setzen? Abgesehen davon, dass es natürlich umweltmäßig besser wäre, es nicht zu tun. Aber nein, ich möchte Kinder. Ja, ein oder zwei. Ein sehr durchdachter Ansatz der Freundin von Tilman Pörtzgen, den man sicherlich nachvollziehen kann. Wir halten fest, Kinder stehen also auf dem Wunschzettel des einstigen Bibi und Tina-Stars. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir uns ja dann wirklich in Zukunft nicht nur über Fotos zu zweit, sondern zu dritt oder sogar zu viert freuen.